Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Metal Heroes. Mein Mentorentraining wird immer noch angefordert, die Lektion kann ich immer noch nicht machen, weil ab 15 ist das Schlachtheiligtum erst. Empfohlene Objekte war gewesen, Shop, okay. Und wir machen hier gleich mal weiter. 6 Minuten bis zur nächsten Kaserne. Bis zum Upgrade. Sandsturmschlucht, auf geht's. Bitte Prinzessin, ich kann nicht mehr, es ist zu heiß. Sei still, uns allen ist heiß und mach nicht so einen Lärm. Aber Prinzessin, was machen wir hier? Hier gibt's nichts außer Sand. Als Satan erschien, geschah dies mit der Hilfe von uralter Magie. Wir können hier Informationen darüber finden. Ich habe von den antiken Reliquien mitten in der Wüste gehört, aber dieser Ort ist einfach zu gefährlich. Kein Ort im Königreich ist im Moment sicher. Es ist das Beste, was wir tun können, auch wenn es gefährlich ist. Lass uns jetzt diese Ruine finden. Ja, mittlerweile 5 Kämpfe, ne? Nicht schlecht. Wasser ist natürlich ganz gut, aber... zu wenig Macht. Schneeflocke Skadi. Oh, die werden tankig, hm? Die werden tankiger. Not bad. Natürlich nochmal einen schönen Skill rausgehauen hier. Die werden echt stark, die Gegner. Batsch! Irgendwie trifft das immer gar keiner, habe ich das Gefühl. Sie ziehen an von der Schwierigkeit. Oh, das ist ein Silberritter. Kriegt man den Silberritter? Mal gucken, ob wir jetzt einen Silberritter bekommen. Kann sein, denn links gab es ja auch einen Brave Frontier. Wenn es halt irgendwie... ein Gegner, glaube ich, den man hat getroffen hat, der hat man immer bekommen. Kann mich vielleicht auch irren, aber... zumindest hier ist es nicht so. Auch wenn es den Silbersoldat gibt, den kriegt man nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit. Ah doch, da habe ich ihn bekommen. 3 Sterne. Und hier wäre noch mal einer gewesen. Man kann ihn danach bekommen, okay. Das ist nicht schlecht. Wahrscheinlich wird er mir gleich wieder sagen, Inventar ist voll. Yay! Mann, bin ich gut. Den ganzen Einser kann man halt wirklich zerlegen. Genauso wie die Valkyrie. Wobei, die hat 5 Sterne. Gefällt mir. Kann die also nicht zerlegen. Wo ist denn dieses Gefällt mir-Ding? Ist das diese... Ne. Ich hatte dieses Regenbogenfarbene da. Hier, über dem Schild. Bewertung, Geschlecht, achso, siehst du, gefällt mir hier, das, so kann man die um, die gefällt mir immer ganz oben. Dass man nicht mehrere zerlegen kann, ist doof. Alle zerlegen bedeutet, ah, okay, guck mal hier. Genau das habe ich gesucht, ne, das nicht. Die 6 Sterne, die behalten wir. Und die würde ich auch ganz gerne einbehalten. Also davon auch noch einen. Okay, 20 Stück. Alles zerlegen. Bam! Das habe ich erst bekommen. Hat mich aber 14.000 Gold gekostet, glaube ich. Ist aber völlig in Ordnung. Okay, gut zu wissen, dass es das gibt hier. 3 Sterne behalten wir. 2 Sterne können ruhig weg. Wollte ich behalten. Gretel wollte ich behalten. Von dem halte ich auch mal einen. Einen Steingrund behalte ich. Geil. Mit dem mehrfach zerlegen. Schon cool. So, wir haben wieder Platz. 22,55. Sehr schön. Dann machen wir es nach Rarität wieder mal. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz hier. Zum zum Sammeln. Zerlege 50 Helden. Gibt es 15 Goldstücke. Auf geht's weiter. Ach, cool. Schick, schick. So, eine Wassereine wäre ganz cool, aber ich habe keine... keine Wasserhelfer-Freunde, die ich mitnehmen kann. Ah, doch, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ihr seht schon, die sterben halt nicht immer instant und die heilen sogar noch, ist ja auch noch eklig. Ja, noch so lange sie heilen, ist in Ordnung. Die können ruhig mit dem Zauber heilen, aber dürfen halt keinen Schaden machen. Das wäre cool.
So, zack. Patsch, 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 patsch. Fünf Sekunden lang Effekt versteinert. Und wir noch Van Helsing. Mehr Attack Speed. Bisschen mehr Schaden. Der macht auch wirklich krassen Schaden, ne? Ich glaube, das ist auch der, der mal krittet. Ah, eklig. Das Große muss sterben. Ich glaube, das trifft immer keinen. Batsch. Cool, okay. Und zwei neue Einheiten bekommen. Kaserne ist fertig. Erset. 6 Sterne kann er kriegen. Schon krass, ne? Mein Bing, hier kommt nochmal. Stufen wir den ein bisschen aus. Warte noch hier, wobei ich kann ihn ja kostenlos beenden. Erwachen. Na, guck mal, die Effizienz des Level-Erschießens wird verbessert. Aha. Können wir nach Gefällt mir sortieren? Die blaue Valkyrie können wir aufrüsten. Warte mal. Nach Rarität. Die gefällt mir. Kann man das irgendwo sehen, was gefällt mir? Ich glaube nicht, ne? Nein. Doch hier. Alle, die mit den Dings haben. Alles gut. All dieses komische lila Wappen da haben. Alle 6 Sterne werden mir erstmal gefallen hier. Ich habe sogar Eriel? Okay, wo habe ich die denn her? Ey, wir haben mitnehmen. Hallo? Warum ich die nicht drinne? Hier raus mit dir wahrscheinlich, Mia, oder? Kosten 10, kosten 15. Das ist ein 4 Sterne, das ist ein 3 Sterne. Angriff 1041. Aber ich finde, sie ist halt wesentlich besser. Gerade wegen dem Skill auch. Jetzt haben wir 2 Feuer, eine Licht und eine Grüne. Ein Holz. So, alle 5 Sterne. Oh, hier ist auch noch. Gefällt mir. So, die gefällt mir auch noch, die rote Valkyrie. Und die blaue ja sowieso. Ich habe Eriel bekommen. Cool. Jetzt habe ich natürlich 2 Feuerdinge. Was hat sie als Dingensen? Erhöht um Angriff um 20, wo sie mindestens 3 Elemente mit ihm vorhanden sind. Ich meine, ich habe das, das und das. Theoretisch könnte man es. Erhöht Angriff von Verbündeten um 25% bei PvP. Romantischer Jäger. Mal müssen wir mal gucken, was später die Skills noch besser machen. Aber der globale Schaden ist schon besser. Effekt betäuben für 3 Sekunden. Hier haben wir vergiften für 5 Sekunden. Und hier haben wir dann betäuben für ein paar Sekunden. Hier haben wir mehr Attack Speed. Und hier haben wir... Ja, die möchte ich ganz gerne vielleicht noch austauschen. Ich weiß nicht so richtig. Erstmal machen wir hier weiter. Mhm, Lebensentzug. Reduziert Trefferpunkt, das ist nicht so gut. Das ist auch nicht schlecht. Steigert Schaden gegenüber Männchen gehen um 32,5%. Nicht schlecht, machen wir mit. Nehmen wir mit. Ich glaube, ich mir hat so das Gefühl, die mag keine Männer. Reduziert erlittenen Schaden. Erhöht Trefferpunkt, reduziert Angriff. Ne. Steige maximale TP, finde ich das ja ganz gut. Ausweichrate und reduziert erlittenen Schaden. Oder reduziert erlittenen Schaden. Macht. Die hat einen coolen Skill mit dem globalen Schaden und alle betäuben. Steigert Macht, erhöht die Imperium-Generation um 14,5, maximal 60%, reduziert die Mana-Punkt-Kosten um 9,8%.
Aha. Das ist nicht schlecht. Und das hier kann er theoretisch alles benutzen. Yo, nice. 6-Sterne-Einheit. Meine anderen 6-Sterne habe ich 12 gemacht, aber ich finde, die ist einfach besser. Auch wenn die vom Angriff her nicht mehr wirklich ansatzweise so stark ist. 1600 gegen 558. Aber der Skill ist halt besser. Die Kitty-Bombe. Ja, probieren wir es mal. Die Einheit ist ja nicht weg. Jetzt über 2 Feuer. Lucifer. Kann mich nicht gerade gegen Feuer? Ich glaube ja, ne? Ist gut, da Holzeinheiten mitzunehmen. Ist wirklich gut. Da ist meine... Wie ist die Area, ne? Ich brauche den Magier noch. Magier wäre nicht schlecht. Cool. Die wird sowas von mitgenommen. Das ist ja mega gut. Erstmal vergiften. Keine Ahnung, was der macht. Ach, nochmal globaler Schaden und versteinern. Nice. Oh, die werden nicht lange durchhalten. Yo. Ist klar. Ah, die Kitty-Bombe. Mann, sieht das geil aus. Er muss natürlich erstmal ein bisschen aufsteigen. Dann kriegt es natürlich auch ein paar mehr Punkte dazu. So wie jetzt. Da kann man nicht sehen, wie viel Dings die dazu bekommen, wie viele Punkte. Und 385, ich weiß nicht, wie viel sie vorhin hatte. Also sie hat auf jeden Fall 700 Schaden weniger. Wesentlich mehr Abwehr. Wesentlich weniger Trefferpunkte. Schon liegt es aber auch am vierten Stern, das kann auch sein. Dauert noch. Das sieht nach einer Heilerin aus. Ein Schaden kriegen die immer nur. Oh Gott. Bam, bam, bam. Ein Schaden kriegen die Zerlegungseinheiten immer nur. So, Heilung. Ne, 100 globaler Schaden, 100 blablabla globaler Schaden. Blitz, vierfach Kombo, yay. Guter Damage. Level up, nice. Und wieder eine Zerlegungseinheit. Okay, und ihr seht ja, beim letzten Mal hatten wir hier gesehen gehabt, hier kann man nicht wirklich viel droppen. Hier, außer diese eine Einheit. Leonidas, das könnte man hier droppen. Das zeigt halt schon, die sind nicht mehr Einheiten als diese Einheit. Also mehr Einheiten gibt es hier nicht. Hier hast du natürlich jetzt den Indikator. Hier gibt es mindestens 7 verschiedene Einheiten. Heißt also, hier hast du nicht nur einen normalen Bosskampf, sondern halt auch wirklich. Nehmen wir den hier mit. Auch Vorkämpfe. Das war bei Leonidas, da muss man beim nächsten Mal ein bisschen dabei aufpassen. Hier sind da vier Vorkämpfe. Alter, der langsamste Attack-Speed der Lanzenträger. Eieiei. Mons kriegt. Ja, fast 1000 DM, das ist in Ordnung. Autsch, Autsch, Autsch. Alter, geht er voll durch. Ja, meine Einheiten hinten haben natürlich nicht so viel Leben. Batsch, zack, weg mit euch. Nein, Eri ist tot. Nein, nicht Eri, Rhea.
Mal gucken, ob wir den Bossgegner killen können. Wow, erhöht den. Okay, ich glaube, das ist einfach eine nutzlose Einheit gewesen, die ich hier mitgenommen habe. So sieht's aus. Das war total dumm, das zu benutzen. Und jetzt glaube ich jetzt nämlich gar nicht mehr. Beim nächsten Level. Egal, kriegen wir auf jeden. Achso, erstmal eine Kittybomb, klar. Bam! Tschu! Ach, das kriegen wir schon hin. Wir brauchen den ja einen Tank. Puh. Easy, wir brauchen auf jeden Fall mehr Mana. 52 kostet per Celsus der Skill. Das ist schon heftig. Soll ich ein Puzzleteil bekommen? Level 15! Nice. Und wir kriegen 50 Diamanten. Okay. Meine lieben Freunde, mal kurz eine kleine Pause. Wir werden dann nämlich genau das Schlachtheiligtum machen. Für unser Zeitraum. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Metal Heroes. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.